Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war einkaufen, Cut 1, bei Rossmann, Norma, Netto. Ja, das war's. Das möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich da alles so eingekauft habe. Bei der Norma habe ich mir Bengalfeuer geholt. In Rot, in Gelb, in Grün und in Blau. 2,99 Euro das Stück. Ja, kann man mal machen. Da ja das Abgabeverbot in Deutschland durchgesetzt wurde. Dann habe ich mir bei der Norma die Feuerspucker geholt, 6 Stück in der Packung, XXL-Packung, für 1,49 €. Ja, die Packung. Das Ganze einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Ich liebe so Spuckeffekte oder Vulkaneffekte. Dann habe ich mir das Crazykraut geholt von der Norma. Oh, es blendet. Habe ich zum ersten Mal jetzt. Gab es letztes Jahr schon, aber da hatte ich kein Glück. Und im Online-Shop wollte ich es nicht kaufen, da ja da auch das Abgabeverbot jetzt wahrscheinlich durchgesetzt wird. Aber hier sind 10 Stück drin für 1,99 €. Das Ganze habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, dann habe ich mir den Hundehaufen geholt für 1,99 €. Kleiner Gag, kommt hinten, hinten eine Riesenwurst raus. Für unsere Tierliebhaber, räumen meinen Dreck weg. Dann kommt ein kleiner Vergleich. Ich habe noch, wer meine anderen Videos gesehen hat, spanische Feuerzauber von Feuerwerksvitrine. Da habe ich einen spanischen Hund drin. Und da will ich einen kleinen Vergleich machen. Mal sehen, wer besser AA machen kann. Da habe ich einmal, zweimal, dann muss noch ein dritter rumspringen. Ich glaube zweimal neu geholt. So, da, wuff, wuff. So, beim Netto habe ich mir jetzt mal die Turbo-Brummer geholt. Das sind Mordsgeräte. Hier. Halbe. Na, wo sind wir zu Hause? Da. Circa 4,9 Gramm. Fokus, ja. 4,9 Gramm. So. Turbowirbel, so Kreisel. Der Mega-Bodenkreisel mit Farbwechseleffekt. Von Komet habe ich auch zum ersten Mal. Ich habe die erst nur von Vego gesehen, aber das ist egal. So, von der Norma habe ich mir zweimal das Mega-Cool geholt. Fand die eigentlich ganz gut bestückt. Scheint viel Cracking drin zu sein mit Speedies. Und okay, einmal Knallteufel, aber damit muss man rechnen. Stellen wir mal dahin. Hier ist das zweite Mal. Ich finde das Design sehr cool. Baby mit einem Schnuller und einer Gitarre drin. Ein Schnuller drin und eine Gitarre in der Hand. So, dann habe ich mir noch die wilden Wikinger. Preismäßig bei dem liegen wir bei 2,99 €. So, die wilden Wikinger oder wilde Wikinger, 230 Teile. Ja gut, da sind sie mit ihren Knallerbsen recht schnell dran und mit Wunderkerzen drin von 40 Stück, aber sind Bienen drin, dreimal haben wir auch 15 dann. Und Speedies, aber die Pirouetten haben mich interessiert.
Naja. Das Ganze für 4,99 kann man machen. Na, umgestürzelt. So, vom Netto haben wir die Star Superstars mitgenommen. Ja, beim Zuhause schauen war eigentlich ein bisschen enttäuscht von dem Set, weil 150 Knallerbsen drin sind. Aber die Flashlights sind nicht schlecht. Und die Leuchttaler. Gut, hier haben wir jetzt 20 Wunderkerzen drin. Das Ganze habe ich mir zweimal gekauft. Kann man machen. Schmeißen wir mal da hinten hin. So, bei der Norma habe ich mir zweimal von dem Party gekauft, da ich diese Effekte mag. So laut muss es ja nicht sein, aber schön. Für 3,99 Euro hier haben wir das zweite Mal. So, dann habe ich mir bei der Norma, habe ich eigentlich noch Glück gehabt, Disco-Eimer. Hier die Bestückung vom Disco-Eimer. Kann ich hier das selber mal durchlesen, weil durch das... So, das haben wir zweimal. Und zweimal habe ich mir auch den Party-Eimer gekauft, damit die auch einen kleinen Vergleich machen. Aber ich habe schon reingeschaut. Ist fast dieselbe Bestückung. Hier nochmal der Party-Eimer. So, beim Rossmann habe ich mir denn noch so einen kleinen Party-Rucksack oder Party-Bag gekauft. Okay, über 200 teilig. Beim näheren Hinschauen sind schon über 200 Knallerbsen drin. Party-Knaller, Tischfeuerwerk drin. Zwei Vesuv. Also, dann habe ich neue Seen. Wunderkerzen. Ja, gut. Blitz und Donner. Ja, ein kleiner Gag. So mit dem Rucksack. Gut, der muss auch bezahlt werden. Und das war meine kleine F1-Kollektion für dieses Jahr. Was ich mir alles so geholt habe. Ich hoffe, passt alles, so dass die Online-Bestellungen doch noch selber abgeholt werden können, ein F2. Aber wir schauen mal. So, wenn nicht, habe ich einen kleinen Anfang. Restmaterial habe ich auch noch. So, ich lasse mir das Feuerwerk nicht verbieten. Von keinem. So, und F1 erst recht nicht, wenn sie F2 verbieten wollen. Aber bloß F1 ist auch bunt und schön. Also, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.